Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, es ist soweit. Ich rufe auf die WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht, angesetzt auf 12 Runden. Es folgt der Walk-in des Herausforderers. In die blaue Ecke kommt aus den USA Cody King. Der Herausforderer aus den USA, Cody King. Kommen wir jetzt zur roten Ecke. Es ist seine 18. Titelverteidigung. Seit 1994 ist er Weltmeister. Und er kommt jetzt zu uns in die rote Ecke. Der Weltmeister aus Hamburg, aus dem Boxstall Universum Box Promotion. Der Tiger, Darius Michalczewski. Aus Hamburg der Weltmeister, Tiger Darius Michalczewski. Und auf seinem Mantel steht Mut gegen Rechts, und er soll nach dem Kampf versteigert werden. Die Nationalhymne. Für diese Aktion. Mut gegen rechte Gewalt. Für Cody King und Gennaro Rodriguez im Ringrichter. Vorstellen. Die blaue Ecke, 34 Jahre alt, 1,88 Meter groß, 79,3 Kilogramm schwer und Profi seit 1990. Sein Rekord als Profi, 27 Kämpfe, 24 Siege, davon 16 durch K.O. Aus den USA der Herausforderer Cody King. In seiner Ecke sein Trainer John Lipak und der Ex-Weltmeister Henchman Lewis. Die rote Ecke, 32 Jahre alt, 1,84 Meter groß, 79,3 Kilogramm schwer und Profi seit Februar 1987. Sein Rekord als Profi, 42 Kämpfe, 42 Siege, davon 35 durch K.O. Applaus. 1994 war er gleichzeitig Weltmeister im Cruiser- und Halbschwergewicht. 1997 war er gleichzeitig Weltmeister der Weltverbände WBO, WBA und IBF. Aus Hamburg,
aus dem Boxstall Universum Box Promotion, der Weltmeister Tiger Darius Michalczewski. In seiner Ecke Europas Erfolgstrainer Nummer 1, Fritz Zuneck, Michael Timm, Volker Grill und Christoph Busch. Ich darf Ihnen die Offiziellen vorstellen. Ringrichter Gennaro Rodriguez, USA. Er leitet heute seinen 53. WM-Kampf. Aufsicht WBO. Supervisor Rudi Paas, USA. Punktrichter Larry Hesse Jr. aus den USA. Henk Adriansen aus den Niederlanden. Und Joachim Jakobsen aus Deutschland. Und die Gegenüberstellung. Darius Michalczewski, 2 Jahre jünger als Cardi King. Ansonsten nehmen sich beide nicht viel. Cardi King etwas größer, die Reichweite von Michalczewski wieder etwas bevorteilt für ihn. Und im Gewicht, da waren sie beide auf der Waage gleich schwer. Also vom Körperlichen her ein ausgeglichener Kampf. Dennoch, ich denke, der haushohe Favorit ist Darius Michalczewski. Und Darius Michalczewski macht hier einen ganz angespannten Eindruck, auch schon sein Einmarsch. Ging alles kurz und knackig vonstatten, so als ob er hier nicht lange arbeiten möchte heute. Kommt kein Lächeln über seine Runde 1. Kommen zur ersten Runde. Watch your head. Na, und gleich ein munterer Auftakt. Hier wird nicht lange abgetastet. Hier wird gleich zur Sache gegangen. Tiger, Tiger, Anfeuerungsrufe der 8000 Fans hier. Cardi King stochert hier mit seiner linken Führungshand. Er weiß natürlich um die Schlagstärke von Michalczewski. Und wenn die linke durchkommt, dann wird es bitter für Cardi King. Michalczewski hier noch ein Problem mit der Reichweite von King. Den ersten linken Haken zum Kopf des Herausforderers. Ja, harte Treffer jetzt, linke und rechte von King. Er soll nicht zu sorglos werden, Darius Michalczewski. Schön, immer wieder Links-Rechts-Kombination von Cardi King. Aufwärtshaken. Körpertreffer jetzt Richtung Leber. Aufwärtshaken. Ja, aber alles in allem eine recht gute erste Runde für den Herausforderer Cardi King aus Detroit.
Ja, auch schon. Leichte Schwellung im Gesicht. Kampfspuren bei Darius Michalczewski. Linke Hand ist schwächer oben, schwächer nach vorne. Gleich mal zu Beginn hat es einen Kopf gekriegt. Ja, ja. Rechte Aufwärtshaken von Cardi King. Hat er gesagt, der Michalczewski, der denkt nur an Roy Jones und mich wird er unterschätzen und das wird er büßen. Jetzt musst du mal versuchen, rüber zu gehen, aber mit dem Körper vorne, dann nicht hochkommen, dann kommt die Rechte auch oben durch. Ja? Second out, links frei, Runde 2, Bauer und Tor. Der Versuch, mit der Linken durchzukommen. Aber Michalczewski sollte die Rechte nicht vergessen. Richtig, da ist Michalczewski. Jetzt bestimmt er den Kampf. Geht nach vorne, schlägt. Hake zum Kopf. Müsste auch mal zum Körper schlagen. Variieren, aber jetzt. Genau. Hat er sich auf Cardi King eingeschossen. Nicht mehr ganz so forsch wie in der ersten Runde. Da ist auch der eine oder andere Treffer durchgekommen. Hat jetzt Respekt bekommen. Schön. Und da wackelte er ganz kurz, Cardi King. Da kam die Rechte durch von Darius Michalczewski. Oh. Ja, schön. Körpertreffer. Jetzt setzt er nach. Darius Michalczewski, wie man ihn kennt. Cardi King in riesen Schwierigkeiten. Noch 20 Sekunden. Das ist eben die Stärke von Darius Michalczewski. Mit einem Schlag kann er alles entscheiden. Und das hat er schon oft bewiesen. Spuren nach wie vor im Gesicht von Darius Michalczewski. Ich denke, ein kleiner Cut. Hoffentlich nichts Schlimmes. Nein, Cut über dem. Auge. Rechte Auge ist lädiert. Aber ich denke, nichts Schlimmes. Schön hier. Kommt sie angeflogen. Die Rechte, die hat ihn durchgeschüttelt, diesen Cardi King. Ja, an seiner Ecke eine Boxlegende fast schon. Hedgman Lewis, Weltmeister im Weltergewicht in den 70er Jahren. Einer der ganz Großen. Schön hier noch einmal die Linke. Lewis betreut den Cardi King seit 4 Wochen. Vorher war es Stacy McKinley, ein Mann, der auch schon mit Mike Tyson gearbeitet hat.
Wild entschlossen kommt er jetzt hier aus seiner Ecke. Darius Michalczewski. Der Krieger wetzt die Krallen. Da kam sie durch, die Rechte. Ja, die King bleibt gefährlich. Und Treffer wieder. Michalczewski ist auf der Innenseite zu offen. Da ist er zwei, dreimal abgefangen worden. Er versucht es mit Gewalt. Genau, Rodriguez ermahnt jetzt Kali King, den Kopf aufzupassen. Das ist Cut offen. Die Nase blutet bei Darius Michalczewski. Deshalb will er jetzt Schluss machen, das merkt man. Aber er kassiert auch viele Treffer. Immer wieder gute Treffer zum Kopf von Kali King. Darius Michalczewski mit harten Linken zum Körper. Aber dieser King, er macht es recht geschickt bislang. Damit explodiert er und ganz stark sein. Rechter Aufwärtshaken, auf den muss Michalczewski aufpassen. Wieder guter Treffer mit der Rechten von Kali King. Jetzt kann man durch mit der Linken. Darius Michalczewski. Gute Kombination. Ich denke, dass Kali King jetzt zum Schluss doch noch froh, dass der Gong gekommen ist, aber ein hartes Stückchen Arbeit für den Weltmeister. Und alle, die gedacht haben, der Kampf geht ja schnell vorbei, Kali King ist topfit. Er weiß, seine letzte Chance ist das noch einmal ans große Geld zu kommen und die wieder nutzen. Der Vater von vier Kindern. In die Linke, sehr gut die Rechte nachgezogen. Aber dann lässt Michalczewski oft die Fäuste fallen und kassiert so die Treffer. Und hier das Online-Scoring unserer Zuschauer. Alle haben den Tiger in jeder Runde ganz klar vorne. Gut durchgekommen jetzt, Michalczewski.
Michael Czeski, der aktivere, der welche Mann, aber da läuft er wieder an eine Rechte von Cardi King. Macht er gut, er versucht jetzt Cardi King die Luft zu nehmen, indem er die Bauchmuskulatur bearbeitet. Schwere Rechte jetzt. Linke, da wird Cardi King nach hinten geworfen. Jetzt hat er ihm die Ecke. Aber Cardi King löst sich wieder. Macht er geschickt, beweglich. Auch im Oberkörper tändelt viele Schläge aus. Und versucht geschickt zu kontern. Ende. Runde 4. Schauen wir mal rein, was Spitzdiewicz zu sagen hat. Einmal schnauben. Drück hier gegen das Auge. Das Zeug gegendrücken, Timmy. Ja. So. Also gemerkt, locker hart. Der Jab trifft wunderbar. Also mit Zermürbsel heute. Dann gehst du zum Körper. Aber stellen. Nicht mit der rechten Hand von weiten rein fallen. Ne? Immer wieder ruhig. Was denn schon? Mitte schön reinlegen. So, was ist denn da? Das Cut ist wieder geschlossen. Second Round, linke Runde 5. Kam sie, die Rechte von Cardi King. Wenn er da voll durchzieht, dann ist das gefährlich. Tempo, Tempo! Irgendwie ist auch Gajos Michalczewski nicht so locker wie in seinen letzten Kämpfen. Vielleicht haben die vielen Schlagzeilen der Vergangenheit doch mehr an ihm genagt, als er das wahrhaben wollte. Viele Schläge zum Kopf von Cardi King, aber der ist noch kaum gezeichnet. Cardi King lässt sich hier von nichts beeindrucken. Das war eine gute Waffe diesmal. Der Aufwärtshaken nochmal von Michalczewski. Wieder mit der Linken durchgekommen.
Charlie King versucht es jetzt mit Körpertreffern. Aber die Deckung funktioniert jetzt besser wieder bei Darius Michalczewski. Kurz und trocken, links, rechts. Charlie King wirkt längst nicht mehr so frisch wie in den ersten zwei, drei Runden, als er hier gut mitgehalten hat. Hat er schon Konditionsprobleme. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, auszunehmen, wie er ist, aber irgendwie fehlt seinen Aktionen jetzt der Druck. Hedgman, Lewis und John Lipek in der Ecke von Charlie King. Die Linke kommt schon sehr hart von Darius Michalczewski. Ja, den Kampf jetzt wieder besser im Griff. Und hier die Bewertung von Axel Schulz. Er hat die erste Runde an King gegeben. Runde 2 bis 5 dann an Darius Michalczewski. So, er hat den Mundschutz vergessen. Und der gleiche mal mit einer kräftigen Rechten begrüßt Charlie King. Das sieht man. Blut auch aus der Nase jetzt. Aber da ganz trocken mal wieder die Rechte als Konter. Michalczewski nochmal abgefangen. Besten Aktionen, zweimal mit der Linken vorbereitet und dann mit der Rechten zum Kopf nachgezogen. Aber dann lässt er die Faust hängen und kassiert wieder Darius Michalczewski. Und jetzt die Linke. Da steht er jetzt am Ringseil. Und Michalczewski, da ballen ihn jetzt hier mit wilden Schlägen. Charlie King wehrt sich. Denke ich, wichtige Phase jetzt in diesem Kampf. Schön. Hervorragende Aktion. Immer wenn die Rechte kommt. Sieht Darius Michalczewski am besten aus. Charlie King wieder zum Ende der Runde. Kraftloser. Läuft gut jetzt.
Bloß nicht leichtsinnig sein, nach der Attacke wieder. Weißt du, dass du selbst nicht das Ding immer fängst. Ein, zwei Dinge, kommen wir nochmal wieder durch. Rein in die Nase ist der. Schön, wenn du die Decke oben lassen. Lass die nicht heil machen, Klaus. Gleich zurückziehen. Und nicht mit Gewalt. Immer wieder die linke Armbox vor. Lock und dann die Hand. Die linke und dann die rechte. Kommt, dann musst du linke vor, die rechte. Du die gesucht haben. Hm? Wie viele Gegner der in dieser Kombination schon gefällt. Und noch einmal die Bewertung unserer Zuschauer. Und nach wie vor sind sich alle einig. Michael Czerski liegt ganz, ganz klar vorne. Oh, da ab in der ganz tief durch, Cardi King. Und da wehrt er sich nicht mehr, da steht er am Ringseil und da bricht Rodriguez den Kampf ab. Und Cardi King ist entsetzt, aber ich denke, es war eindeutig, er hat sich nicht mehr gewehrt, er hat nur noch kassiert. Und wenn es nicht allzu viele Treffer waren, dann hätten sie sicherlich den Kampf hier noch weiterlaufen lassen können, aber Gennaro Rodriguez war der Meinung, es war genug. Darius Tiger Michalczewski, er wurde immer stärker von Runde zu Runde, hat immer klare Treffer gesetzt. Aber er hier, Cardi King, er hat eine klasse Leistung gezeigt, hat ihm keiner zugetraut. Viele haben gesagt, wo ist er eigentlich in der Weltrangliste? Das war kaum zu finden. Aber er hat hier den Tiger nicht alles, aber vieles abverlangt. Und man sieht, Darius Michalczewski nicht die Siegerpose, die man sie sonst kennt, sondern steht jetzt in seiner Ecke. Und vieles wird ihm jetzt durch den Kopf gehen. Er hat ja für seine Söhne gekämpft, dass er wieder ihre Anerkennung findet. Jetzt endlich hat er sich gesammelt und jetzt zeigt er sich sein Publikum. Er hat sich hier durchgebissen. Es war sicherlich nicht die beste Leistung, aber er war verletzt, hat 8 Monate Pause gehabt und da muss man erst wieder zurückkommen. Und er hat sich gesteigert in diesem Kampf. Und er gehört sicherlich zu den ganz Großen im momentanen Boxsport. Das Publikum ist mit ihm zufrieden. Es feiert den Tiger bei seiner 18. Titelverteidigung. Und ich würde es ihm wünschen, dass der Kampf gegen Roy Jones Jr. tatsächlich noch einmal zustande kommt, auch wenn niemand so richtig dran glaubt. Meine Damen und Herren, die Boxerfreunde, dieses Mal brauchen Sie, glaube ich, nicht aufzufordern, für beide Boxer riesig zu abonnieren, ein toller Kampf. Beifall, gerechter Beifall für beide Kämpfer. Das Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der 7. Runde nach 28 Sekunden. Und damit alter und neuer WBO-Weltmeister im Schwergewicht aus Hamburg, der Tiger, Darius Michalczewski. Frau Feldbusch freut sich. Und Cardi King, er macht nicht gerade den Eindruck, als ob er sich ärgert, dass dieser Kampf vorbei ist. Er hat gemerkt, je länger das Ding geht, je weniger Chancen habe ich. Und da ist der Siegeskranz der World Boxing Organization. Fritz Tunick hat wieder ganze Arbeit geleistet. Er hatte ja heute viel zu tun gehabt. Aber er hat beide Kämpfer, die im Ring standen, zum Sieg gecoacht in seiner ruhigen Art. Und hier die Szene, die zum Ende des Kampfes führte. Da sieht man noch einmal, Mensch, nee, ich bin doch noch fit.
Gajus Michaczewski. Er hat wieder einige Freunde dazu gewonnen. Und ich gebe ab zu Harry Weber, zu einem Interview und verabschiede mich damit hier vom Ring. Ciao. Boxen wird Ihnen präsentiert von TV Spielfilm, Ihrer Programmzeitschrift. Ja, bei mir steht jetzt ein Verlierer, der sich nicht als solcher fühlt. Katie, what do you think about the stoppage? Der Abbruch, so früh, er hat mir wehgetan, in jeder Runde hat er mir wehgetan, das hätte nicht dazu gereicht. Aber ich habe zurückgehauen. Ich hatte doch die erste Möglichkeit und er war stark. Ich meine, er hat natürlich auch sehr gute Kenntnisse. Aber so weit war es noch nicht. Das war mit der beste Kampf in meinem Leben. Ich war stark. Ja, wirklich stark. Sie haben gute Schläge abgeliefert in der ersten Runde und in der Verteidigung. Wie sah es da aus? Ja, ich versuchte nach vorne zu gehen und ich versuchte mich anzupassen. Und das war schwierig, da was zu entwickeln. Und ich habe erst kurz vor dem Kampf begonnen, mich vorzubereiten. Ich habe versucht, nach vorne zu gehen und dann trotzdem rechtzeitig zurückzukommen. Aber er hat mir wehgetan, aber es hätte nicht gereicht für den Abbruch. Ja, wollen Sie jetzt aufhören? Ja gut, das Geld war auch nicht so doll, dass ich dafür gekriegt habe. Naja, mal schauen, wie das so weitergeht. Ich habe keine Ausrede. Ich habe wirklich gutes Training gehabt. Ich habe auch einen tollen Kampf abgeliefert. Und ich kann das machen. Sie brauchen ja keine Ausrede. Sie haben ja wirklich gut gekämpft. Manchmal braucht man überhaupt keinen Ringrichter bei solchen Kämpfen. Ja, meine Nase ist kaputt, aber gut, macht nichts, das reicht nicht. Wir können durchaus nochmal kämpfen. Manchmal sind die Ringrichter nicht so toll. Dankeschön. Siebte Runde K.O.-Sieg. Darius Michaczewski, alter und neuer Weltmeister im Halbschwergewicht. Und wir haben ihn gleich nochmal im Interview. Hast du noch jemanden im Ring haben, Jens? Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat, dass ihr alle zufrieden seid. Das zwei tolle Kämpfe habt ihr gesehen. Und ich möchte nur kurz wünsche euch ein frohes Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr. Danke euch. Hallo, hallo. For those who understand English. I'm here to assure you that when I get back to the state, I will very much tell Roy Jones and anybody wants to know that Darius Michaczewski is a very underrated fighter. Very underrated fighter. Good fight, brother.